So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, wieder mal aus der Küche natürlich. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn Pupsi war einkaufen und ich hab das ja schon mal gesehen, ja? Kennt ihr doch alle hier den Axel Schulz. Der Axel Schulz, der hat nämlich hier so komische Gläschen gemacht. Ist natürlich sauteuer, da gibt es aber so viele verschiedene Sorten. Da gibt es auch Currywurst, da gibt es andere Wurst, da gibt es vegane Wurst, da gibt es Wurst mit Nase, keine Ahnung. Und Pupsi hat mir jetzt zwei solche Gläschen mitgebracht vom Axel Schulz. Das ist nämlich hier einmal Schaschlik ohne Spieß, Kultsnack. In Axels Soße. Das klingt wie, als hätte der sich das vorher unter den Arm geklemmt in Axels Soße, ne? Also trotzdem Schaschlik ohne Spieß. Da steht auch drauf, wie man das zubereiten soll. Einfach 2 Minuten in die Mikrowelle schmeißen und dann mal probieren. Das andere hier ist Pulled Pork American Style. Und da steht auch, also hier ist so ein Burger abgebildet und da steht auch dabei marinierte Schweineschulter gegart und fertig gezupft, auch Kultsnack, aber nicht in Axelsoße. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie man das eigentlich isst, denn hier steht dabei, unser Tipp, servieren Sie Ihren Burger mit Pulled Pork. Ich habe jetzt aber keinen Burger, wir werden jetzt auch keinen Burger machen. Wenn man das hier abreißt, dann sieht man, dass man hier so ein komisches Glas hat, da muss man den Gummi abmachen, das Glas in der Mikrowelle erwärmen, einmal Schaschlik und einmal hier Pulled Pork, auch einfach abreißen, Gummi ab, in der Mikrowelle erwärmen und dann werde ich wahrscheinlich einfach jetzt Brot dazu essen, aber mal schauen, wie das schmeckt. 2 Gläschen erwärmt in der Mikrowelle, wir melden uns gleich zurück, wenn die warm sind und gucken mal, wie das innen drin aussieht. So, wir haben jetzt hier die 2 Gläser stehen, ne? Wir können dir das nochmal zeigen, wie das aussieht hier. Da ist einfach voll das Wasser drin. Das müsste jetzt das Schaschlik sein. Sieht man ja, ne? Sieht aus wie Schaschlik. Riecht auch so. Das müsste dann das Pulled Pork sein. Einfach nur. Alter. Das macht richtig einen Sound. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Wir probieren das jetzt mal. Gucken dann mal, welches am besten schmeckt und ob wir das zur Not wieder zusammen mischen. Das riecht auf jeden Fall richtig abartig und das riecht auf jeden Fall richtig gut. Wie soll Younger? Wir nehmen uns jetzt mal hier einen kleinen Hieb aus diesem, ich weiß schon gar nicht mehr, was es ist. Schaschlik, genau. Schaschlik. Was ist der Unterschied zwischen Schaschlik und Gulasch? Ich weiß es nicht. Wir probieren jetzt hier mal so einen Löffel. Guck mal, wie gut das ist. Ja. Vom guten Herrn Axel Schulz mit Fettaugen. Das ist Markenzeichen, ne? Schaschlik schmeckt schon mal richtig genial. Schön würzig, schön fruchtig auch gleichzeitig. Wunderbar. Bei dem weiß ich jetzt nicht. Der Geruch schreckt ein bisschen ab. Da ist es wahrscheinlich doch besser. Ihr macht das einfach auf dem Burger, wo ihr jetzt noch Soßen dazu habt, wo ihr noch Salat dazu habt, alles Mögliche. Wir ziehen jetzt mal hier so einen Fladen raus. Das ist halt einfach richtig pervers. Probieren jetzt mal so einen Fladen. Okay. Schmeckt etwas besser, als es riecht. Aber es hat trotzdem irgendwie so einen richtig perversen Schweinestallgeschmack im Abgang. Also so richtig warm werde ich damit nicht. Adi. Was sagst du dazu? Selbst der Adi will das nicht. Der Adi frisst sonst immer alles, aber er riecht und denkt, boah, und geht einfach weg. Also das muss schon was heißen. Was ist hier mit dir? Dann geh halt runter, wenn du hier nicht klarkommst. Ich probiere trotzdem nochmal, weil unten ist ja auch so eklige Fett-Schleimsoße. Vielleicht. Mmh.
Ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Also wenn ihr da ganz viel von esst, dann kriegt ihr wahrscheinlich auch einen Wirkreiz. Wir wollen es jetzt ganz besonders machen. Wir nehmen uns das nämlich jetzt, das Glas mit dem Pulled Pork. So sieht das Pulled Pork aus, wenn es Falling Pork ist, ne, und ins Glas reinfällt. Da oben drauf dann das Schaschlik. Wunderbar. Und so haben wir ein schönes Mittagessen für den Ramses mit Pulled Pork Schaschlik von Axel Schulz. Das können wir jetzt noch ein bisschen rummachen. Ihr seht ja, wie schön das hier zerrupft und zerfliegt. Da vielleicht noch ein Weißbrot dazu. Mischbrot habe ich nämlich nicht. Das sieht doch jetzt richtig köstlich aus. Mmh, ich kann mich ja kaum retten vor Begeisterung. Dann stellen wir euch nochmal hier drüben hin, zwischen die vollgesächten Gläser. Machen das nochmal richtig gut rum, weil das ist hier alles, das ist mir noch alles zu zusammenhängen. Das muss richtig wie Brei sein oder wenigstens irgendwie anders halt. So, einmal so, einmal hier, einmal da. Hier haben wir ein Stück von dem Schaschlik, plus jetzt nehmen wir ein Stück hier drüben von dem Pulled Pork. Das müsste jetzt richtig explizit sein von Axel Schulz mit schöner Axelsoße. Ja. Jetzt kann man es essen. Ich weiß nicht, was das ist. Egal, was ich teste, du musst immer alles in eine Schüssel packen und dann hast du die perfekte Konsistenz und den perfekten Geschmack. Das war's mit Ramses Kitchen von dieser Folge. Habt ihr auch schon mal so ein Axel Schulz Gläschen probiert? Vielleicht Pulled Pork, vielleicht Schaschlik oder habt ihr sogar die Currywurst im Glas probiert? Der hat ja so viele Variationen, mir fallen gerade nur drei ein. Schreibt mal rein, wenn ihr schon mal ein Glas Axel Schulz probiert habt. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Adihaut. Euer Ramses! Schleim!